Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage und zwar kann ich mit der Batterie und dem Wechselrichter einen Geschirrspüler betreiben, eine Geschirrspülmaschine, eine kleine Geschirrspülmaschine. Ja, wir stehen hier bei uns in der Kaffeeküche in Anführungszeichen und ich habe hier so einen kleinen Geschirrspüler. Der steht hier unten so im Schrank eingepackt. Da waschen wir unsere Kaffeetassen oder was sonst so anfällt. Und ich möchte das euch jetzt mit euch im Detail anschauen. Geht das nicht? Was brauche ich? Und wir wechseln jetzt von hier rüber. Ja, ich bin jetzt hier so in meinem kleinen Studio und ich habe die Batterie hier. Das ist eine 150 Ah Lithium-Batterie und ein 2500 Watt Sinus-Wechselrichter. Und das Produkt der Begierde war dieser Geschirrspüler von Exquisite. Den gibt es aber auch von anderen Herstellern. Der hat hier eine Preisempfehlung von 350 Euro. Der Geschirrspüler ist schon älter, ich habe das rausgelassen, hier aus dem Internet. Wir können hier das Datum reinschauen, 27.01. Das Video kommt dann in 2-3 Tagen. Wir gehen zurück zu den Daten, also das ist Energieklasse A+, dann hat er LED, dann hat er Zeitvorwahl, dann ist er 55 breit, das ist alles und hier kommen die ersten Energiedaten. Wir haben hier von diesem Geschirrspüler 0,61 Kilowatt braucht dieser Geschirrspüler im Eco-Programm. Wenn ich den dann 285 Mal brauche im Jahr, komme ich auf den Jahreswert und das wäre auf 12 Volt gerechnet ein Stromverbrauch ein Energieverbrauch von 51 Amperestunden aus der Batterie. Das ist das, was hier theoretisch steht. Ich habe den laufen lassen, überhaupt kein Problem. Der Geschirrspüler läuft durch, hat seine 3 Stunden, das Programm und in den ersten 20 Minuten hat er bereits 30 Amperestunden verbraucht. Und Spitzenstrom war gemessen 109 Ampere, die er in der Spitze gesaugt hat, weil da vermutlich die Heizung lief, um das Wasser zu erwärmen. Dann lief er etwa 2 Stunden mit relativ kleinem Stromverbrauch vor sich her. 3, 4, 5 Ampere, je nach Pumpe oder so, was lief. Und dann in den letzten 3/4 Stunden hat er nochmals rund 24 Amperestunden gebraucht. Also ich habe total, nicht theoretisch wie hier, im Energieblatt beschrieben, sondern praktisch habe ich 54 Amperestunden hier aus dieser Batterie gesaugt. Wir können den Wechselrichter noch dazu rechnen. Das ist wahrscheinlich die Differenz, die es ausmacht. Die Batterie, Spitze eben 109 Ampere, das ist überhaupt kein Problem. Das macht sie eigentlich dauerhaft. Ich habe gestartet mit der Batterie mit einer Temperatur von 17 Grad. Das ist hier bei uns so, jetzt haben wir 17 Grad Temperatur. Und die Temperatur hat sich bis auf 27 Grad in der Zelle drin, also die Zelltemperatur, die Temperatur, die wir übers App auslesen können, hat sich auf 27 Grad erhitzt. Ja, sonst muss ich sagen, den Geschirrspüler elektrisch über die Batterie zu betreiben,
überhaupt kein Problem. 54 Amperestunden braucht ein Eco-Waschgang. Wo ich jetzt aber nicht, und das ist zu bedenken, dieser Geschirrspüler, der bei uns in der Küche steht, der hat natürlich einen Festwasseranschluss, Druck, keine Ahnung, 4 Bar oder sowas, und er hat einen Ablauf. Also das Schmutzwasser muss auch irgendwo hin. Also heißt, wenn ihr in Alphütte, Wohnmobil oder so, müsst ihr natürlich noch für einen Druck sorgen, dass das Wasser da ist. Und die Wasserdaten, die kann man hier auch aus dem Datenblatt von dem Geschirrspüler nehmen. Sonst, ich hoffe, die Anfrage reicht. Wenn ihr mehr Sachen wollt, was man hier zum Beispiel betreiben kann, Kaffeemaschine betreiben, mache ich hier einen Link, oder Brotbackmaschine, mache ich hier euch unten einen Link. Und hier zeige ich euch die Batterie hier offen, wie die aussieht von innen. Fragt mich an in den Kommentaren, was möchtet ihr getestet haben? Jetzt ist doch Winter, Januar, Februar, habe ich noch Zeit. Und wenn ihr im Wohnmobil so eine Batterie verbaut haben möchtet, als Ersatz gegen euer Bleibatterie, kommt her. Zum Nulltarif wechseln wir die Batterie, also er zahlt nur die Batterie, den Arbeitsaufwand nicht und eventuelle Klemmen oder Schraubverbindung oder mal ein Kabel, das ist alles im Preis inklusive. Hier diese Batterie, bis Ende Februar gilt die Aktion und ich wünsche euch einen schönen Tag.